Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Perfect World Eclipse. Und ich hatte gesagt, dass ich jetzt in dieser Folge dann die Dorfbewohner retten und Eindringlinge verprügeln möchte. Ich kümmere mich erstmal um die Eindringlinge. Okay. Stirb, Eindringling! Oh, die haben schon 700 Paar, was auch immer. Aber kein Problem für uns. Überhaupt nicht. Aber direkt auf den nächsten. Macht auch nicht mehr Schaden. Fast schon. Oh, sie zerfallen einfach. Sie zerfallen einfach. Ich glaube, das erste ist eher so ein Buff, oder? Geist. Wartet ganz kurz. Ich weiß gar nicht mehr, was das bringt. Ein normaler Säbelangriff des Nachtschattens fügt normalen physischen Schaden plus zusätzlichen physischen Schaden zu. Okay, und das hier? Ein fortgeschrittener Nachtschattenangriff fügt physischen Basisschaden plus zusätzlichen Schaden zu, erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 60% für 3 Sekunden. Innerhalb der nächsten 6 Sekunden fügt eure nächste bewegungslose Aktion 35% mehr Schaden zu, während Transformation die Klickzeit auf 1 Sekunde verringert. Aha. Was auch immer. Es ist so ein bisschen wie League of Legends. Apropos, achso, einen brauche ich noch, ne? Nehme ich mir den hier. League of Legends ist momentan ein ganz großes Thema bei mir. Vor allem im Alltag. Huch, oh, ich hatte gerade einen Buff. Irgendwie war ich schneller. Kiwi. League of Legends ist momentan ein ganz großes Thema bei mir. Ich bin es unglaublich am Suchten. Endlich jemand ist gekommen, um mich zu retten. Meine Gebete wurden erhört. Eure Leute warten draußen vor dem Dorf. Bei euch. Lauf, du hilfloser kleiner Mann. Lauf. Und da ist der Nächste. Ich bin es wahnsinnig am Suchten. Ich habe ja auch vor kurzem, also was heißt vor kurzem, ich habe mal ein Video zu League of Legends hochgeladen, wo ich mit meinem Bruder eine Runde Aram gezockt habe. Das war's. Ich habe euch gesagt, dass meine Leute niemanden zurücklassen. Ich danke euch. Und ich danke auch den Göttern. Ich gebe euch Deckung. Lauft! Und ich bin momentan auch sehr interessiert, die World Championship am Verfolgen. Ich kannte keins der Teams vorher. Aber mittlerweile habe ich mich ziemlich gut reingeschaut. Und am 30. oder 31. kommt ja tatsächlich auch das Finale. Und da habe ich sogar frei. Das ist toll. Ich freue mich. Es herrscht ein Ungleichgewicht. Ja, ja, ja. Die Schwachen beschützen aus dem Weg. Beseitigen. Ihr habt die in der Falle sitzenden Dörfler gefunden und sie von den Monstern befreit, bewahrt. Vor den Monstern bewahrt? Natürlich. Ja, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Und wieder Level Up. Oh, ich bin begeistert. Es herrscht immer noch ein Ungleichgewicht. Mir wurde gesagt, dass ihr euch um den Sonnenbahnpanzer kümmern wollt. Ich werde euch dieses Mal beistehen. Mein Stamm besitzt eine legendäre Waffentruhe, in der sich viele mächtige Waffen befinden. Ich denke, ihr werdet diese brauchen. Doch die Truhe wird jetzt bewacht. Daher müsst ihr euch erst um die Wachen kümmern. Okay. Waffentruhe zurückerlangen. Sonnenbrand-Panther-Lakai. Okay. Ich muss auch bald mal zu der Tierzähmerin, um mir mein Ei ausbrüten zu lassen. Ich bin sehr gespannt, was da für ein Tierchen rauskommt. Sonnenbrand-Panther-Lakai. Das ist der Sonnenbrandpanzer. Panzer, genau. Vorsichtig. Die sehen voll cool aus. Gott, ich mag sie. Boah, die sind voll toll. Ich will die gar nicht besiegen. Aber ich muss. Filigrane Waffentruhe. Ach, kann ich erst, wenn ich die Viecher hier ausgeschaltet habe, ne? Oh, holy shit. 7700. Okay. Los, Elfe, greif an. Hallo?
Was zum? Der macht irgendwas mit mir. Erhöhter Angriff. Ja, super. Das ist ja richtig gut. Was ist das hier? Mana. Nein, ich will kein Mana. Ich brauch das hier. Stirb. Puh. Mann, Mann, Mann. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Sonnenbrandpanzer aufnehmen kann. Panzer. Wieso sag ich immer Panzer? Was geht? Erhöhter magischer Widerstand. Ja, magischen Schaden mache ich keinen. So, jetzt kann ich mir die Truhe schnappen. Oh, es tut mir leid, wenn meine Stimme sich immer noch so ein bisschen belegt anhört, aber ich bin immer noch ziemlich erkältet. Eine filigrane Waffentruhe. Keine Ahnung, ob der Gegenstand darin besser ist als die Kiste oder nicht. Eine stabile und schöne Kiste. Das freut mich. Kann ich die irgendwie benutzen, verwenden? Kann ich irgendwas damit tun? Kann nicht verwendet werden, okay. Was bringt mir das jetzt? Oh, ich muss so... Ah, okay. Ich glaube, der gibt mir dann die Waffe, hoffentlich. Gesegnete Kettenhose. Yay! Oh, komm, leg mal los. Ich wünschte, ich könnte meinen Gang irgendwie beschleunigen. Oh, hier sind noch mehr Quests. Der Händler hat wieder was für mich. Und Shaole hat was für mich. Ja, das ist es. Glücklicherweise haben wir jetzt das Artefakt zurück. Glücklicherweise konnte die Waffentruhe zurückerlangt werden. Yay. Na, ein Steinwurf entfernt, beendet. Waffe? Bitte? Hallo, erst sagt er zu mir, ich brauche eine bessere Waffe und jetzt gibt er mir keine. Witzbold, ey. Ich probiere das hier mal aus. Was ist denn das? 5 starke Mana-Tränke. Okay, passt. Leichter Heiltrank. 30 Gesundheit regeneriert. Oh, ist ja süß. Obwohl, das geht. Ich habe 500. Das sind wirklich boshafte Bestien. Und diejenigen, die versuchen, in diesen Gewässern zu fischen, sind sogar noch boshafter. Niedergang der Sonne. Ihr habt euer Bestes gegeben, um den Fushi zu helfen. Der nächste Schritt wäre, den Sonnenbrandpanzer zu besiegen. Panther? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich immer Panzer sage. Es ist ein Panther, verdammt. Und seine Seele einzufangen. Doch seid vorsichtig. Mit dem Sonnenbrandpanther legt man sich nicht leichtfertig an. Das ist nicht die erste heilige Bestie, dem ich begegne. Keine Ahnung. Wie auch immer. Sonnenbrandpantherseele. Wichtiges Geschenk. Ich hatte 2 heilige Bestien verfolgt, als ein mysteriöser Mann mir eine Segnungsbox, die wohl im Zusammenhang mit den heiligen Bestien steht, gab. Doch die Kiste wurde von den scharfen Speeren gestohlen. Bitte findet sie und bringt sie mir zurück. Verfluchte Bastarde, ich werde sie zurückbringen. Keine Angst. Okay, ja gut. Oh, ups. Verzeihung. Oh, ein Suchhalle. Rundumtritt. Es sind noch viele Biester im Dorf und die Präsenz des Sonnenbrandpanzers lässt sie wilder und stärker werden. Um unsere Heimat zurückzuerobern, müssen wir sie alle auslöschen. Doch ich habe all meine Kraft aufgebraucht. Schwächling. Ich glaube, wenn ich mit dem kurz quatsche, dann habe ich hier meinen... Teleportieren? Passt. Bestickter Seidenbeutel. Zügellose Bestie. Ich hoffe, das ist so halbwegs in der Nähe. Scharfer Speer. Okay, zügellose Bestien haben wir ja nicht in der Nähe, glaube ich. Sonnenbrand, Panther, Lauerer. Gut, lege ich mich mal mit dem hier an. Guten Tag. Freut mich. Dankeschön. Organischer Kleber. Cool. Ach, das war's schon. Mehr brauche ich gar nicht. Haha, okay. Gut. Zügellose Bestie. Nehme ich das auch direkt. Ich nehme es mit allem auf. Mit allem und jedem. Aber muss auf die Uhrzeit achten. 5 Minuten noch. Aha, da oben irgendwo. Jetzt renne ich natürlich wieder total sinnlos irgendwo im Kreis. Komme ich da überhaupt hoch? Ja, da komme ich hoch. Hoffentlich komme ich da hoch.
Wartet ganz kurz. Hup, hup. Haha, Bingo. Zügellose Bestie, da haben wir sie doch. Die sehen voll niedlich aus. Naja, okay. Yay! Okay, 3 Stück brauche ich davon. Passt. Yay! Gut, einen schnapp ich mir noch. Gut, dann war es das. Und ich würde sagen, komm, ich nehme es direkt mit dem Panther auf. Ich laufe einfach mal durch ihn durch. Los! Mensch, das ist ja ein spannender Kampf hier. Oh. Mana-Punkte niedrig. Oder Magie-Punkte, keine Ahnung. Eine Sonnenbrand-Panther-Seele erhalten. Oh, ich muss für beide Quests zu der zurück, okay. Fliegen wir wieder, weil gefühlt geht schneller. Tut's eigentlich nicht, aber oder? Doch, das geht definitiv schneller. Joa. Ne? Oh, diese Flügel. Guckt euch diese Flügel an. Ich will auch. Wobei, um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen, ich habe ja zusammen mit Passars, also Pascal und Ekalavia, ein Let's Play Together von Perfect World gemacht. Und da hatten wir auch so mega coole Flügel. Das ist der 4. Wir sind fast fertig. Wie fast fertig, hä? Was, wie, wo? Das himmlische Tal wird bald wieder in Frieden leben. Aber ich habe noch eine Quest, die ich dir abgeben kann. Wichtiges Geschenk. Das muss die Segnungsbox sein. Lasst uns herausfinden, was darin ist. Level 15. Einzigartige Belohnung erhalten. Okay, wartet ganz kurz. Ist verschwunden. 900 Münzen. Bestickter Seidenbeutel ist verschwunden. Was habe ich dafür jetzt bekommen? Nix. Seelensplitter. Die Segnungsbox enthält eine kleine Kiste. Ich kann mächtige Seelenstärke darin spüren. Ihr solltet den Unsterblichen der Kalebasse im Halbmond-Pavillon aufsuchen. Wenn es um Seelen geht, ist er genau der Richtige. Er sollte euch weiterhelfen können. Okay. Das ist die Segnungsbox, ne? Seelenstärke-Kiste. Es sind zwei kleine Worte auf die Kiste graviert. Potter, Harry. Ich liebe es. Diese neue Aufmachung dieses Spiels ist einfach mega gut. Ich finde es echt cool. Meridian. Wir müssen Level 40 erreichen, um diese Meridian öffnen zu können. Okay. Ja, 40 bin ich noch lange nicht. Aber ich müsste doch eigentlich. Habe ich nicht immer so eine komische Truhe, die ich öffnen kann? Wartet ganz kurz. Gibt es hier ein Bankier? Oh, der Älteste hat wieder Quest für mich. Und der andere auch. Das ist ein cooles Reittier. Mal ganz kurz. Ach, scheiße, das hat sich hier auch verändert, ne? Minikarte reinzoomen? Nein. 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 Ach, hier, das hier, ne? Ne, hier scheint es keinen Bankier zu geben. Und dann muss ich das nächsten anderen Mal machen. Oh Gott, wo ist der Typ denn hier? Wartet mal ganz kurz, ich guck mal eben, wo der ist. Was? Hallo? Ich kann den nicht anklicken, okay. Okay, ich glaube, das hat sich dann erledigt. Quatsch ich erstmal mit dem hier. Ah. Begebt euch weiter nach vorn. Auch wenn der Sonnenbrandpanther besiegt wurde, ist das noch nicht das Ende.
Die östliche Straße wird noch immer von Sonnenbrand-Panterlauerern beheimgesucht. Bitte vernichtet sie. Achso, die hatte ich ja vorhin schon gesehen, genau. Und Güter wieder beschaffen. Von dem ganzen Chaos haben wir eine Ladung Güter von der östlichen Seite erwartet. Doch die Güter sind im Chaos verloren gegangen. Sie sind für den Wiederaufbau unserer Heimat von hoher Bedeutung. Bitte beschaffe sie für uns wieder. Natürlich, klar, immer. Und statt Verteidigung. Nachdem ich das Gebrüll des Sonnenbrandpanthers gehört habe, wusste ich, dass ihr es geschafft habt. Es ist besiegt. Er ist besiegt und nun wird hoffentlich schnell unser altes Leben zurückkehren. Doch ich denke, dass wir die statische Verteidigung wiederherstellen sollten. Ist das ein Verteidigungssystem aus vergangenen Zeiten? Stimmt, unsere Vorfahren haben mächtige Geisterpflanzen genutzt, um ihre Heimat zu verteidigen. Doch um diese Pflanzen hat sich lange Zeit niemand gekümmert. Es ist an der Zeit, sie wieder ins Leben zu rufen. Begebt euch bitte an die Orte, an denen sich die alten Verteidigungssysteme befunden haben. Die Samen der Pflanzen sind vergraben und werden durch den Zauber, der in eurem Körper wirkt, zu blühen beginnen. Den Zauber, der in meinem Körper wirkt? Finde ich cool. Okay, jetzt habe ich hier wieder jede Menge Quests. Das heißt, ich habe beim nächsten Mal ganz viel zu tun. Und bin schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein werdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.